glaube, ein ganz wichtiger Punkt auch ist, beim, warum, ich mache das ja auch so, also ich trade ja und schiebe ja aber immer mehr Geld auch in dieses langfristig rein. Auch weil ich ganz, ganz viele Sachen von dir gelernt habe, die mir ganz neu waren. Aber das Ding ist, glaube ich, auch, dass man eben sagt, okay, Trading erfordert ja schon Arbeit. Also so nebenbei traden, das geht ja nicht, sondern man muss sich hinsetzen, man muss sich auf diese Dinge konzentrieren, man muss was machen. So, investieren erfordert natürlich auch Arbeit, auf jeden Fall. Bloß beim Investieren gibt es ja diese zwei Phasen. Es gibt ja einmal diese Akkumulationsphase, das heißt, ich möchte Geld anhäufen und das entsprechend investieren. Und dann möchte ich auch mal in diesen Part irgendwann kommen, wo ich sage, so, jetzt muss dieses Geld aber auch Erträge abwerfen, ohne dass ich, ein bisschen Arbeit wird man immer machen müssen und auch wollen vielleicht, ne? Aber ohne dass ich jetzt am Tag 8 Stunden im Büro hocke und irgendetwas mache. Und das ist, glaube ich, auch was viele im Trading nicht verstehen, dass wenn du ein Trading-Konto hast und du hast jetzt gesagt, was weiß ich, du verdienst im Trading 100.000 Euro im Jahr und du sagst, hey, ich habe ein schönes Auskommen. Aber sobald du aufhörst, verdienst du keinen Pfennig mehr. Das heißt, du musst dann irgendwas ändern. Du nimmst dann dein Geld, verbrauchst es dann wird es immer weniger. Aber du hast im Grunde genommen nichts, was dir dann regelmäßig ein Einkommen irgendwie generiert. Was immer so viele sagen, passives Einkommen, was es ja nicht gibt, aber was viele immer so sagen. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Vorteil von längerfristigen Geschichten einfach, weil eben durch Dividenden und so weiter. Absolut. Also das, was Investieren ausmacht, ist halt Beteiligung am Produktivvermögen. Und solange wie Coca-Cola getrunken wird oder wie die Leute Q-Tips kaufen, um sich die Ohren sauber zu machen, solange wird es Unternehmen geben wie Procter & Gamble oder Coca-Cola. Und jedes Mal, wenn irgendwo eine Flasche Coke geöffnet wird, bin ich am Gewinn dieses Unternehmens beteiligt. Und das Schöne am Investieren ist tatsächlich, man fährt in den Urlaub und man kommt zurück und das Konto ist voller als vor dem Urlaub, weil zwischendurch in 14 Tagen einfach mal 7, 8 Dividenden eingegangen sind, wo man sagt, oh, wieder ein bisschen Geld drauf bekommen. Mhm. Und das tröpfelt mittlerweile bei mir so 150 Mal im Jahr, geht das Kassenregister und es kommen immer so $10, $20, $40, $50 und man guckt und sagt, das macht alles den Kohl nicht fett. Aber am Ende des Jahres steht dann irgendwie 8.000 und dann sagt man, Kleinvieh macht auch Mist. Für nichts machen, ja. Für nichts machen, ja. Also man hat im Prinzip einmal sich an einer Firma beteiligt und kriegt dann regelmäßig sein passives Einkommen, seinen Anteil am Gewinn eines Unternehmens. Mhm. Jetzt hast du so eine Firma erwähnt wie Coca-Cola. Wenn man da jetzt reinschaut und würde jetzt sagen, was zahlen die denn Dividende, dann siehst du irgendwie, weiß nicht, genau 2,5% sagen wir, zahlen die vielleicht Dividende aktuell. Das ist ja jetzt nicht gerade das, was einem jetzt Hurra schreien lässt. Ne? Ich weiß ja schon, also du weißt schon, auf was ich hinaus will, aber warum sind diese 2,5% eigentlich doch viel Geld, beziehungsweise wie entwickelt sich denn das? Was ist denn das, was die meisten bei Dividenden nicht verstehen? Das, was die meisten nicht verstehen, ist einfach der Faktor Zeit. Dass man hingeht und sagt, ich investiere $100 und ich kriege aufs Jahr gerechnet darauf $2 Dividende und da soll ich jetzt auch noch Steuern drauf zahlen und dann soll ich mich darüber auch noch freuen. Davon kann man nicht leben. Und viele haben also diese Momentaufnahme im Kopf und sagen, das lohnt sich nicht. Und dann würde ich immer zwei Dinge sagen. Also zum Ersten, selbst wenn man nur die $2 bekommt, dann ist das mehr als was 95% der Trader im Jahr verdienen. Die zahlen nämlich ein. Ja? Und wenn ich auch nur 2% mache, dann bin ich schon mal ganz oben an der Spitze und sage, ich gehöre zu den 5%, die was verdienen. Bis im oberen Teil der Nahrungskette. Genau. Ja, also ich bin einer, der Geld aus dem Markt nimmt und nicht mehr nur einzahlt. Und der zweite Punkt ist halt der, es ist eine Momentaufnahme. Wenn man sich Leute anguckt, die das Geschäft schon länger betreiben, die also in Coca-Cola schon vor 10 Jahren investiert haben oder vor 20 Jahren investiert haben, dann kann man sich auch diese ganzen Statistiken anschauen und stellt fest, Coca-Cola ist ein Unternehmen, was jedes Jahr seit vielen Jahrzehnten erstens eine Dividende zahlt, die haben nie ausgesetzt, seit über 100 Jahren, über Weltkriege und Krisen hinweg und sie steigern jedes Jahr ihre Dividende um 9-12%. Das heißt, auf meine 2 Euro die ich, oder 2 Dollar, die ich im Jahr kriege, kriege ich im Prinzip jedes Jahr 10% Gehaltserhöhung.
Und wenn ich 10% Gehaltserhöhung einfach mal ganz simpel oder sagen wir 9%, das rechnet sich einfacher, ja, dann nehme ich die 72er-Regel und sage, ich teile 72 durch 9% Zuwachs, dann komme ich auf 8 und das bedeutet, alle 8 Jahre verdoppelt sich mein Einkommen. Mhm. Ja, und wenn ich das einfach mal hochrechne und sage, in 8 Jahren werden aus den 2 Dollar 4 Dollar und in 16 Jahren werden aus den 4 Dollar 8 Dollar und in 24 Jahren werden aus den 8 Dollar 16 Dollar, dann bin ich in 24 Jahren bei einer Rendite auf mein Anfangsinvestment von 24%. Mhm. Und diesen Zeithorizont einfach zu haben, der Mensch kann nicht in Exponentialfunktion denken, das ist eine Beschränkung, die das Gehirn nun mal physiologisch, biologisch rein hat, und der Mensch kann auch so langfristig sich Sachen einfach nicht vorstellen. Mhm. Und wir sind also auch durchaus auch von der Finanzindustrie, dann sind wir bei der ersten Frage, darauf geprägt, wir wollen ja alle Millionär werden, aber bis Weihnachten spätestens. Besser wäre natürlich gleich bis Ostern. Bis Ostern, genau. Ja, ne? Einfach zu sagen, ich gebe mir mal 10 Jahre Zeit, ist etwas, was unseren Horizont übersteigt. Mhm. Obwohl ja, erstaunlicherweise, man merkt das ja, du hast Kinder, ich habe Kinder, man merkt ja an den Kindern, wie schnell das geht. So ist es. Wir haben uns gestern unterhalten, dass er sagt, oh Gott, das sind die schon so alt, wie schnell eigentlich 10 Jahre vergehen. Und wenn man das einfach vor 10 Jahren gemacht hätte, wo man ja dann schon wäre, oder vor 20, so, und egal wie alt man ist, wenn man ja heute sagt, man ist heute, wenn man ganz jung ist, sagen wir mal 20, dann spielt sowieso keine Rolle, weil dann hat man viel Zeit. Aber selbst wenn man 50 ist oder 60, dann ist ja heutzutage auch so, dass man noch 20, 30 Jahre locker zu leben hat und relativ gesund zu leben hat. Das heißt, die Zeit hat ja im Grunde genommen jeder. Das ist das Erste. Also ich bin 51 und habe eine Lebenserwartung, die liegt heute noch bei 30 Jahren, über 30 Jahren. Mhm. Ja, wo ich sage, es ist nicht zu spät anzufangen, auch wenn man 50 ist, auch wenn man 55 ist. Und im Unterschied zur, sag ich mal, klassischen Rentenversicherung, die Dividende fließt ja spätestens in 90 Tagen. Also es ist ja nicht so, dass ich heute einzahle und in 15 Jahren dann erst mit 65 sagen kann, jetzt kann ich das erste Mal ernten, sondern ich habe meine private Rentenversicherung gekündigt, weil ich gesagt habe, ich kann diese Rückkaufswerte, die mir irgendwann fürs Jahr 2028 versprochen werden, darauf will ich nicht warten. Ich will sofort und ich will mein Geld auch sofort wieder anlegen können. Also die Lebenserwartung steigt, auch wenn man 50 ist, wenn man 55 ist oder 60, kann man durchaus mit diesen Sachen noch anfangen. Und im Unterschied zu allem, was wir sonst so kennen, zum Beispiel die klassische Rente, hat man ja die Möglichkeit, diese Unternehmensbeteiligung auch an die Kinder zu vererben. Mhm. Ja, also selbst wenn ich nachher nicht mehr der bin, der den großen Zinseszins abräumt, dann kann ich immer mich zurückziehen auf dieses alte Sprichwort, wir sitzen heute im Schatten, weil vor 100 Jahren mal jemand einen Baum gepflanzt hat. Mhm. Schöner Spruch. Jetzt gibt es natürlich das Argument, dass jemand sagt, oder zwei Argumente, die garantiert kommen, ist, naja gut, aber ich werde ja mit einer Coca-Cola überhaupt nicht mehr diese großen Wertzuwachs haben, weil die sind ja eh schon so groß, die können auch nicht mehr wachsen, weil es trinkt ja eh schon jeder Coca-Cola. Und auf der anderen Seite, was ist denn, wenn ich 2% Dividende bekomme und jetzt der Markt 30-40% fällt? So. Ja, das kann ja passieren. Wünschen wir uns alle. Also ich als Investor. Als Investor wünscht man sich das ja erstaunlicherweise. Ja, das ist, ich habe das auch erst spät begriffen, aber das, wie schön das ist, wenn Preise fallen, weil man natürlich dann günstiger kaufen könnte. Aber was ist denn dieses Argument, dass man sagt, okay, es gibt da diese Dividendenaristokraten und die kann man ja auch im Internet einfach googeln, das muss man jetzt nicht unbedingt ganz wichtige Sachen machen, aber oder ganz komplizierte Sachen machen. Aber was ist denn das Argument, dass man sagt, naja gut, die haben natürlich jetzt 40 Jahre lang Dividenden erhöht, aber ich weiß doch gar nicht, ob die das in Zukunft noch so machen. Das wissen wir alle nicht. Mhm. Ja, also bloß das, solche Unternehmen wie eine Coca-Cola beispielsweise sind in 192 Ländern der Welt bekannt und werden dort verkauft und auch in China und wo auch immer am letzten Winkel der Welt, in Laos oder Kambodscha kann man dort seine Coca-Cola trinken. Ich glaube, nur in Nordkorea kann man keine Coca-Cola kaufen. Ich glaube, das einzige Land auf der Welt, es gab bislang noch Kuba, aber seit 2015 kann man auch in Kuba Coca-Cola kaufen. Also nur noch Nordkorea. Ja, aber selbst dann, wenn die Chinesen anfangen, nur ein Zehntel der Coke zu trinken, die die Amerikaner heute trinken, dann ist da noch ein unheimliches Wachstumspotenzial zum Ersten. Und zum Zweiten ist es halt so, dass man sagt, okay, also wenn jetzt ein
plötzlich die ganze Welt aufhört, Coke zu trinken, weil zu viel Zucker drin ist. Wir trinken nur noch Wasser. Dann wird Coca-Cola ab morgen Wasser herstellen. Ja, also, weil die schiere Größe, die Finanzkraft, die hinter diesem Unternehmen steckt, diese Marktführerschaft, die Vertriebskanäle, die Bekanntheit der Marke, führt einfach dazu, dass sie sagen, okay, wir müssen uns ja gar nichts ausdenken. Wir kaufen einfach ein paar Quellen und ein paar Unternehmen auf, die Wasser herstellen. Und dann wird ab morgen Wasser produziert und Wasser verkauft. Und das ist, was die ja übrigens auch machen. Die sind, glaube ich, natürlich, gemeinsam der größte Wasserproduzent der Welt. Mittlerweile, seit einigen Jahren, sind die ganz groß dort im Geschäft. Ein Trend, den sie am Anfang verschlafen haben. Das ist bei vielen großen Unternehmen so, dass die sich einfach auf ihrer Sattheit auch ausruhen. Und dann irgendwie den Schuss nicht hören, ob man jetzt sagt, das ist Intel, die das mobile Internet verschlafen haben, oder es ist Coca-Cola, die das Mineralwasser verschlafen haben, den Gesundheitstrend, oder McDonald's, ja, wo man sagt, die haben das gesunde Essen auch nicht erfunden. Aber mittlerweile sind die alle auf diese Züge mit aufgesprungen und nicht durch eigene Innovation, sondern einfach, indem sie gesagt haben, dann kaufe ich mir einfach eine Firma, die das für mich macht. Ja. Und die dürfen dann unter meinem Namen Mineralwasser verkaufen, ja, von Coca-Cola. Beziehungsweise du kaufst irgendetwas und dir ist gar nicht bewusst, dass du kaufst einen Nestee, als Beispiel, denkst, ich trinke hier Eistee, aber eigentlich kaufst du eine Coca-Cola. So ist es. Ja, oder Mineralwasser oder so. Es gibt ja diese ganzen Fitnessgetränke und so. Ich glaube, das ist das, was viele immer nicht verstehen, dass die Großen natürlich nicht mehr dieses Potenzial haben wie vor 50 Jahren. Aber dass sie aufgrund ihrer Finanzkraft tatsächlich sagen können, wir nehmen einfach jeden Trend dann mit. Es gibt kaum etwas, was wir uns nicht einverleiben können. Und es ist ja auch so, diese Marken produzieren ja auch eine Markentreue. Also wer einmal ein iPhone hatte oder ein Apple hatte und sich dort eben, ich glaube, wir haben gestern auch drüber gesprochen, ja, wer sich dann seine Fotos und seine Musik und seine Listen irgendwo abgespeichert hat, der geht eben nicht hin und kauft sich morgen ein Samsung mit Android-Betriebssystem, weil er sagt, da muss ich das ja alles irgendwie rüberrödeln. Ja? So wie man auch nicht heute die Frau wechselt oder die Bankverbindung wechselt, ja, weil man sagt, okay, da gibt es jetzt eine, die hat vielleicht weniger Falten. Also zumindest die Masse macht das nicht. Ne? Also, also gerade jetzt mit der Bank, die Masse macht das nicht. Also man sagt, natürlich gibt es Leute, die wechseln, aber die Masse, das kann man ja jeder an sich selbst überprüfen. Man schimpft vielleicht heute, diese Bank, die ist furchtbar, aber nur die allerwenigsten sagen dann, ich gehe dann doch weg. Ja. Und gerade bei diesen großen Unternehmen, also auch diese Marken stecken ja dann dahinter, da ist eine gewisse Treue dabei, dass man einfach sagt, ich kaufe eben nur einen Laptop, wo ein Intel in Zeit ist. Ja, das sind so Sprüche, wo man einfach nicht drüber nachdenkt. Intel in Zeit, ja, das ist eingebrannt in unsere Gehirne. Wenn ich einmal Apple gehabt habe, sei es jetzt als iPod oder als Tablet oder als Computer, dann werde ich wahrscheinlich auch große Probleme haben, irgendwann mal wieder ein Windows-PC zu kaufen. Wenn ich einmal ein tolles Auto gefahren habe, ob das jetzt ein Daimler ist oder ein Tesla oder ein Trabant, ja, und dann sage ich, gut, beim Trabant könnte es schon sein, solange wie es keine Gründe gibt, sich von diesem Auto zu verabschieden, würde ich einfach aus Bequemlichkeit immer wieder das gleiche Auto kaufen, das neuere Modell dann. Aber man bleibt sich irgendwo treu, und gerade wenn man jetzt auf Marktführer setzt, da weiß man, was man kriegt. Und der Mensch mag, vor allem im zunehmenden Alter, immer weniger Experimente. Das Interessante ist, nach zwei Sachen würde ich gerne mit dir besprechen.